127,3, glaube ich. Das ist die Kamera. Oha. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit. Ich habe endlich vernünftiges Licht in meinem Badezimmer. Ich habe mir von Amazon so Leuchten bestellt, die bei Bewegung angehen. Aber ich kann die auch so einstellen, dass die dauerhaft glühen, also dauerhaft an sind. Habe ich jetzt auch gerade gemacht, weil sonst würden die innerhalb von ein paar Sekunden auch wieder ausgehen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch der perfekte Anlass dazu, mal eine Abendroutine zu drehen. Und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt. Ich habe meine Produkte hier vorne stehen. Also da ich heute kein Make-up drauf hatte auf meinem Gesicht oder Puder oder Rouge, also ich hatte nichts drauf, außer jetzt meine Augenbrauen, aber im Gesicht habe ich mich nicht geschminkt. Deswegen reicht mir eigentlich immer ein Reinigungsschaum. Das machen wir jetzt. Ja. Bevor ich den Reinigungsschaum auftrage, ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, so, ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die so gestört ist. Auf jeden Fall wasche ich mir vorher die Hände, damit ich sicher bin, dass ich nichts Komisches oder keine Bakterien in meinem Gesicht. Was ist für eine Nachricht? Genau, damit ich sicher bin, dass keine Bakterien irgendwie mich doch noch durchgemuschelt haben oder so. Also wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich die Produkte von M1 aktuell benutze. Und was ich am geilsten bei denen finde, sind einfach die Cremes. Ne? Ich habe vorher nie Cremes benutzt, aber seitdem mir einmal meine Tante eine Creme geschenkt hat, aber seitdem mir meine Bekannte einmal eine Creme geschenkt hat und ich keine Pickel davon gekriegt habe und nichts irgendwie fettig war oder sonst was, liebe ich hochwertige Cremes, ehrlich gesagt. Und ja, M1 gehört halt auch dazu. Da ist viel Hyaluronsäure halt drin. Und deswegen benutze ich keine Creme mehr aus der Drogerie. Ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, die Cremes, die ich, wenn dann mal benutzt habe, weil meine Haut trocken ist oder so im Winter, dass ich dann danach direkt kleine Eiterpickelchen gekriegt habe. Und oha. Darum habe ich keinen Bock. Und durch die Produkte habe ich das nicht. Also die kann ich auf jeden Fall wärmsten oder vom Herzen weiterempfehlen. Jetzt kommt noch, achso, das ist jetzt der Reinigungsschaum von M1 Select von der Serie. Und den trage ich jetzt auf. Die ganzen Drogerieprodukte sind scheiße, aber jeder verträgt ja die Sachen anders. Okay, mein Handy ist gerade eben ausgegangen. Kein Speicher. Aber ich habe jetzt ein paar Sachen in der Cloud rübergeladen, also Fotos. Ich habe mich auch noch nicht so hundertprozentig mit dem iPhone aus, aber ich glaube, das hat funktioniert, weil ich hatte 127,3 glaube ich, Gigabyte voll und jetzt habe ich das in die Cloud gepackt und jetzt habe ich 108 Gigabyte irgendwie. Also dürfte das Handy jetzt eigentlich nicht gleich wieder ausgehen. Was benutzen wir als nächstes? Ich habe einmal eine Augencreme, die packe ich mir immer hier in den Bereich auf. Aber als erstes benutze ich die Gelcreme. Die finde ich eigentlich am besten. Ich habe noch eine andere. Ich habe noch die Rich Cream. Die ist so ein bisschen dicker und reichhaltiger. Aber die benutze ich eigentlich selten. Nur wenn ich wirklich sehr trockene Haut habe. Oder an manchen Stellen nur.
Oder wenn ich mir denke, okay, heute was sind mal nötig. Aber sonst benutze ich täglich die Gelcreme von M1 Select. Die ist auch schon fast alle, aber ich habe schon ein neues Paket erhalten. Ja, auf jeden Fall benutzen wir jetzt hier die Creme. Und ich bin auf jeden Fall eine Person, die jetzt nicht gerade die idealste Haut hat. Also ich hatte früher auch Akne und war viel in der Sonne, habe also Pigmentstörungen ohne Ende und Aknenarben, zwar nicht diese Tiefen, aber diese Pigmente. Und die möchte ich halt loswerden. Ich habe auch jetzt Anfang Februar einen Lasertermin, aber was ich noch tun kann, tue ich natürlich dagegen. Und das ist zum Beispiel, mein Rasierer. Und das ist zum Beispiel Needling, das habe ich glaube ich schon 3 oder 4 Mal gemacht. Und dann so Produkte, die halt die Zellerneuerung auch anregen. Da ist nämlich 1% Retinol drin. Und ja, das packt man am besten dann nachts drauf. Das heißt auch Night Serum. Eigentlich soll man das nur 1 bis 2 Mal die Woche auftragen. Ausschließlich abends auf das gereinigte Gesicht, Hals und Dekolleté sparsam auftragen. Tagsüber Sonnenschutz auftragen. Wir haben ja keine Sonne im Winter. Meistens nicht. Das habe ich jetzt die letzte Woche oder die letzten 2 Wochen schon eigentlich fast täglich benutzt. Jetzt mache ich ein bisschen Pause und benutze jetzt wieder meine Tagescreme und benutze das Nachtserum dann wirklich nur 1 bis 2 Mal die Woche. So wie auch Anke geht. Ja, jetzt packen wir noch mein Augen. Jetzt packen wir noch meinen Augen. Wie heißt das denn? Jetzt packen wir noch meine Augencreme drauf. Damit die nicht so schnell die Falten entstehen. Nein, also Feuchtigkeit ist wirklich gut. Man beugt dagegen wirklich vor. Also ich sehe das bei meiner Bekannten, die cremt sich auch sehr viel ein und die hat echt ganz wenig Falten. Für ihr Alter. Also echt nicht schlecht. Und meine Haare gefallen mir noch nicht so ganz. Also ich müsste die auf jeden Fall nochmal durchkämmen. Die wurden jetzt schon gefühlt, 10 Stunden nicht gebürstet. Und was ich noch empfehlen kann, weil meine Haare sind durchs Blondieren zum Beispiel richtig furztrocken. Wenn ich überhaupt meine Haare durchgekämmt bekomme, oder damit die auch einfach ein bisschen gesünder aussehen und weich sind und so, benutze ich das Gliss-Cure Spray. Gliss-Cure Hair Repair Express Repair Spülung. Total Repair. Ja, das sprühe ich mir dann immer auf die Haare. Ich gehe morgen duschen. Und ich wasche morgen ja eh meine Haare. Deswegen reicht das auf jeden Fall für die Nacht. Damit das nicht filzig wird oder so. Ich habe vergessen, ich habe die hinten ein bisschen topiert gehabt, weil ich über Nacht... Ach, interessiert kein Schwein. Würde ich sagen, und ich hoffe, euch hat meine Abendroutine gefallen. Wenn ihr noch mehr von meinen kosmetischen Sachen sehen wollt, dann lasst gerne ein Daumen da. Ich halte euch auf jeden Fall wegen dem Lasertermin auf den Laufenden. Ihr werdet komplett sehen, wie meine Haut aussehen wird und wie die sich dann entwickeln wird. Es wird alles komplett rot sein, dann wird es dunkel, dann pellt sich das irgendwann und dann habe ich frische Baby-rosa Haut, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, das Abheilen dauert schon so 2-3 Wochen. Ja, freue mich. Also sehen wir uns spätestens Anfang Februar wieder. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Produkt, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben.
Ihr könnt auch auf Instagram vorbeigucken, da bin ich auch aktiv.